Herzlich willkommen, meine Freunde, Call of Duty Modern Warfare 2. Ich habe mich hinreißen lassen jetzt, ich wollte mal wieder einen Shooter spielen. Mir geht es in erster Linie tatsächlich erstmal um die Kampagne. Die werde ich jetzt auch mit euch gemeinsam zocken. Ne? Das Spiel habe ich mir neu zugelegt und jetzt muss ich es spielen. Ich bin auch richtig, ich bin wirklich richtig hibbelig und kribbelig in mir drinnen, im tief in meinem Herzen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich und ihr werdet mich auf meinen spannenden Missionen begleiten. Sollten wir die Kampagne jemals durchspielen, was natürlich passieren wird, bin ich auch geneigt, mal online zu gehen. Ich habe auf meinem Kanal noch nie ein Online-Spiel gespielt. Ich habe früher das Modern Warfare online gezockt, den 1er. Vielleicht mache ich das diesmal auch mal live mit euch oder dann zumindest in Aufnahmen. Wir werden sehen. Hängt auch von euch ab. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Es geht durchaus dann mal in eigenen Sessions oder auch mal ein kleiner Pre-War-Chat zwischen uns. Wir werden sehen. Schreibt in die Kommentare auf Insta adden, wer mich privat kontaktieren möchte oder halt zu diesem Spiel kontaktieren möchte. Da heiße ich genauso wie hier. Ich wünsche mir und euch viel Spaß. Ich werde, wie gesagt, die Kampagne starten. Wir legen jetzt einfach los, bevor ich hier lange rumquatsche. Und ich sage, ich spiele mit Controller übrigens, also PC-Version, aber mit Controller habe ich mir eingerichtet, weil ich das einfach angenehmer finde und das machen wir jetzt. Neues Spiel. Inhalte für Erwachsene, habe ich verstanden. Ah, muss neu starten. Okay, muss neu starten. Los geht's! Gold Eagle Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren jetzt Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Und da sind wir. Simon Ghost Riley. Okay. Da kommt ein Heli. Jetzt drauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ja, ja, ist er. Okay, ich habe mir die Steuerung vorher ja schon mal ein bisschen angeschaut, deswegen weiß ich ungefähr, wie das funktioniert. Mann, ist das lange her, dass ich so ein Spiel gespielt habe. Ist im Visier. Was siehst du? Ah nein, R1, sorry. Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Korbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Mach mal. Der muss ja hier irgendwo sein, oder? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Was haben die nur vor? Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Ich hab halt schon verloren. Die Rakete ist einfach im Nirgendwo gelandet. 065 Grad mit Mach 3, Höhe 500 Meter. Alter, wir steuern hier eine fette Bombe, Mann. Rocket Man! Oh. Alter! Ja, verdammte Scheiße!
Ziel zerstört. Not bad. Das war gut. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani. Die Kutz-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Das sieht so echt aus. Ich bin echt... Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur ein Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Mich? Hallo, hier ich! Start in 5 Minuten. Roger. Die Marine bleibt jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap mit Hamish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Major Hassan? Und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Wer bin ich, Alpha oder Bravo? Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Sie würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. In Ordnung. Alles klar, mein Bruder. Beeilung. Kanale. Ghost. Ah, ich bin gar nicht Ghost. Ich dachte, ich bin Ghost. Achtung, Razor 1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss, Täuschkörper. Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete. Razor 1 stürzt ab. Wir schützen ab. Ich kann sowieso nichts tun, weil ich langsam bin. Scheiße, Alter, ist ein abgestürzt. Hab's einfach abgeschossen. Alpha, Lagebericht. Alpha, komm. Alpha ist bewegungsunfähig. Kritische Treffer. Scheiße, wir stehen unter direktem Beschuss. Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten. Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Okay, erst Hassan. Ich hätte sie jetzt zuerst gerettet. Aber wenn Ghost sagt, so machen wir das, dann machen wir das so, Bruder. Er ist immerhin ein Geist. Zum Gebäude vorrücken. In Ordnung. Bin gespannt, ob ich überhaupt jemanden treffe. Ich habe schon so lange nicht mehr geschossen. Da war einer. Ich weiß noch gar nicht, wie man L1 R1 verstehe. Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Verstanden, wir sind gesichert.
Roger. Der Drecksack, Alter. Alter, hab den geheadet! Bin einfach so derbe unbesiegbar. Hier ist Water. Das Water schützt mich. Bruder, ich bin da. Vertrau mir, ich mach das. An alle Bravos, zu Gebäude 2 vorrücken. Genau. Bravo, Raketenfeuer auf Abstoßstelle aus Gebäude 2, erster Start. Da, ich seh's. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten. Was? Aufstützen. Hure! Es geht rein. Boah. Gehen bei dir so da drin? Lachmann-MP. Was ist das? Sind das Coca-Pflanzen? Drogen-Junkies, Alter. Wir müssen da... Im ersten Stock. 7-1 rückt vor dem ersten Stock. Sie sind hier oben. Oha. Ich, der einfach daneben schießt, aber ich habe ihn genatzt, Alter. Kastanov, okay. Gut, was ist los mit dir, Bruder? Mist, da ist einer im Flur. Granate! Nice. Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar, gut gemacht. Fotze! Ghost, Gebäude 2 gesichert. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Wir brauchen einen neuen Helden. Drecksack, Alter, Hassan, Mann. Die Waffen sind schön. Soll ich die einsammeln? Ich hab nicht mehr so viel Munition. Aber das ist ja nichts zum Zielen hier. Alles klar. Wir sind hier fertig, Leute. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala hat heftiges Zeug. Soap, wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07. Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Ich traue der Situation überhaupt nicht, Brody. Gut, euch zu sehen, Jungs. 5 sind tot, einer verwundet. Ich habe nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir ran. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Wieso habe ich denn jetzt eine andere Waffe? Siehst du was? Ja. Aktivität. Angriff! Schützen bei der Mauer! Recht genug, Lieutenant. Sieh gar nichts, Bruder! Rocketwerfer, Mann! Rocketwerfer!
Abschuss bestätigt. Der gibt es Hunger. Oh! Goddammit! Hoch mit der Waffe! Sie kommen näher! Keiner reinkommt, Bruder. Stirb! Was ist? Das Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. 3 Minuten, Verstanden. Mann. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Scheiße, Bruder. Beschuss! Der stirbt nicht! Das war meine Ernährungsmine, du Opfer! Noch ein paar! Mach sie fertig! Alles klar, Brudi, wir leben noch, Brudi. Wo ist denn da noch einer, Mann? Steht doch einer. Alles ruhig. Alles gut, Soap? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. Scheiße, Mann. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir sichern die Position und rücken vor. Falls Hassan noch hier ist, dann vor uns. 7-6, funk die luftnahe Unterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 01. Beschuss in 1 Minute. Kilo 01 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Insgesamt 4. Mach Munition und lass sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit machen. Mäht sie nieder. Wie denn? Heiligsblähle! Einfach fucking Panzer, Mann. Traktor ist auch da. Ein Bulldog. Okay, Luftunterstützung. Nice. Kilo 01, das waren saubere Treffer. Vielen Dank. Das will ich doch hoffen. Alles sicher. Kilo 01, keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 7-6. Kilo 01, gehen Bereitschaft. 7-6, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei,
holen wir uns den Wichser. Okay. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Bin doch dabei, Mann. Zusammenbleiben. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Mann, der Hassan, ey. Du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Irgendwie habe ich... Die Flieger sind noch auf Position. Sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Okay. Hassan könnte da drin sein. Mann am Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Runter! So, Scharfschützengewehr. Nimm es und an die Arbeit! So. Schalte den Schützen aus. Alle anderen unten bleiben, bis es sicher ist. Verluste? 7-5 am Boden. Wie zum Geier sehen die uns? Alcatala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo ist denn das Gewehr? Hey, Bruder, hilf mir mal. Wo ist das Gewehr, Mann? Muss ich jetzt hier rumkrabbeln, oder was? Bist du tot? Du bist tot, alles klar. Zum Ändern des Zooms. Dir, Bruder. Scharfschütze tot! Mehr Scharfschützen auf dem Dach! Okay. Schalte sie aus! Dachte, ich bin fertig, aber nein. Was sie für einen fetten Laser haben, ey. Ist das wirklich so? Da. Sergeant, du musst da weg. Hast du ihn im Visier? Noch nicht. Bruder, ich muss gerade mein Leben schützen. Jetzt chill mal, dein... Okay. Also, Position wechseln, ganz wichtig. Ich verstecke mich hinter dem Blatt. Hab noch einen! Guter Schuss! Gib uns Deckung, Soap! Rücken vor! Katala hat sich hier verschanzt. Die überwachen was richtig Großes. Wir werden hier draußen aufgerieben! Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch! 7-6, auf das Gebäude feuern, sofort! Ich bin noch dabei, Mann. Wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Trifft das Gebäude 7-6, aber zerstör es nicht. 7-0-1, fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden, wir fliegen los. Okay. Behalt mal das Scharfschützengewehr. Boom, Schakalaka! Trotzdem schießt da noch irgendwas. Gott sei Dank für Luftunterstützung. Ja, Mann. Vorrücken und das Gebäude sichern. Führ uns rein, Sergeant. Finden wir Hassan, tot oder lebendig. Habe ich kein Mausrad, Mausrad sage ich schon, Waffenrad so. 7-1, gehe rein. Ach, das bin ich. Oh, verdammt.
Prüft die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Das geht so nicht. Ich kann ja nicht mit sowas da rein hier. Scharfschütze ist. Oh, verdammt. Prüft die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Das war dumm. Sieht irgendwer Hassan? Bedrohung eliminiert. Negativ. Keine Spur von Hassan. Ah! RZ nicht in Sicht. Negativ. Hier ist nichts von Hassan zu sehen. Wo ist der? Einer weniger. Wie unbesiegbar der gerade war. Geh ins Erdgeschoss. Ich bin doch im Erdgeschoss. Ich höre Husten. Husten! Okay, Scheißhaus. Blendgranaten eingesammelt, sehr gut. Oh. Das Gefühl, ich darf gleich wieder schießen. Nein, das ist er nicht. Ich bin hinter dir. Der mich erschrocken, ey. Halt mal vor. Unterwegs in den ersten Stock. Rücke vor zum ersten Stock. Das ist doch nur wieder ein Video. Ha! Nicer Move. Nicht Hassan. Der gerade durch mich durchgeschossen. Hassan ist überall. Überall, nur hier nicht. Da, weg da! Vielleicht sehe ich jetzt. Sag, Alter. Vorsicht, die schleichen hier überall rum. Gehen jetzt ab. Aufmachen, Bruder! Hoppala. Ja, okay, jetzt bin ich hier oben und.
Ein Schütze weniger. Ah, ich habe ihn gesehen. Aber ich konnte nicht reagieren. Ziel eliminiert. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Schau dich um und sieh, was du findest. Gefällt mir nicht. Ich will eine andere. Such nach Anzeichen von Hassan. Da ist bestimmt was vom Hassan. Da, Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. Der sagt es immer so easy. An alle Bravos draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Verdammt gute Frage. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Hab drin was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Sicherheit, Drogen oder so ein Scheiß. Was denn auch? Es geht immer um Drogen. Habe Kontakt! Ah. Es ist... Er ist gepanzert, der Drecksack. Das sind sie beide. Ich brauche ein bisschen Feuerkraft jetzt mal hier. Kann ja nicht dauernd nur mit einer Sniper rumlaufen. Ich habe sein Hirn aufgeschlitzt mit dem Gewehr. Nice habe ich das gemacht, nice. Da, Ruhe. Okay, mir geht die Muni aus, Freunde. Scheiße. Ich hoffe. Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Über dieses Lagerhaus gab's keine Infos. Kann elegant über das Ding drüber hupfen. Keine Infos, gell? Da merkt man schon mal, den Container. Wie echt die Scheiße einfach aussieht, Alter. Ich könnte, ich glaube, ich krieg einen Orgasmus, Mann. Was für ein Container, den da. Und los. Ui. Was verdammt ist das? Sieht aus wie ein U-Boot. Steuerungs-Atombombenzentrale. Einfach mal den Hebel aktivieren. Scheiße. Kann man mal machen. Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? Russland. 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6, Charlie an Watcher 1, bitte komm. Hier Watcher 1, ich höre. Laswell, hier Ghost, wir haben etwas. Hoffentlich ist das Hassan. Ghost, sieh dir das an. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ, hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle, wiederholen Sie das. Ich wiederhole, Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf, raus! Coole Technik. Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Ja, ja. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir.
dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Alcatala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir.